Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen, aber ich bin heute mit VIP, ehemals Pottlegende, Marc unterwegs bei der Halde Haniel und er zeigt mir heute mal so, wie der Hase hier läuft. Ja, wir sind jetzt ein paar Runden gedreht. Ich muss sagen, gar nicht so easy, wie ich am Anfang gedacht habe. Dafür hast du aber gut abgerissen, muss ich schon sagen. Also es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, aber mehr zu dem Thema werde ich euch noch im heutigen Video erzählen. Ja, wir haben jetzt noch die Downhill-Line, ne? Genau, die Downhill machen wir jetzt. Jetzt haben wir die S-Line gerade so ein bisschen hinter uns gebracht, mal reingeschnuppert und er hat den ersten Abschnitt eigentlich direkt gerockt. So. War auf jeden Fall cool und jetzt gucken wir, dass wir die Downhill einmal in Angriff nehmen. Let's go! Ja, und was meine ich mit einem großen Unterschied? Ich bin ja die letzten Wochen eigentlich fast nur in Parks unterwegs gewesen und man merkt einfach einen Unterschied von Leuten, die einen Park gebaut haben und sich da Gedanken gemacht haben, wie weit ein Sprung gehen muss, wann die Landung da sein muss, wann eine Kurve kommen muss, um Geschwindigkeit zu verlieren. Und ich muss sagen, bei den selbstgebauten Spots merke ich immer krassen Unterschied, dass ich einfach ganz, ganz anders fahren muss und einfach nicht alles von alleine praktisch funktioniert, mit einfach nur genügend Geschwindigkeit rüberrollen. Aber naja, nichtsdestotrotz, Halde Haniel auf jeden Fall ein nicer Spot hier. Geht klar. Das ist dieses ominöse Steinfeld. Ominöse Stein. Ja, das ist irgendwann mal da gewesen. Vorher hattest du wirklich nur diese Natursteine, sag ich mal, die du da siehst. Ja. Und die Stufen waren da nicht dazwischen. Da war das echt easy zu fahren. Und da konntest du unten ein bisschen abziehen über die Steine, über die Dicken. Jetzt fahre ich es nicht mehr. Ich habe es zwei, dreimal versucht. Ich bleibe immer hängen zwischendrin. Ich habe da nicht den Skill für. Und ich habe auch keinen Bock mehr, die Klamotten kaputt zu fahren. Besser. Ja, im Moment, die Schaltwerke sind ja so schwer zu kriegen gerade. Ne? Ja, und hier ist so ein bisschen technischer dann, ne? Ja, genau. Wie gesagt, ich finde den hier eigentlich am schönsten. Ja. Aber sag mal ehrlich, ist schon steil, ne? Es ist schon steil, ja. Weil das ist immer auf den Videos, denkst du immer so, Abflip oder... Ja, selten so steile Sachen gefahren bisher. Speed danach, furchtlos, ey. Furchtlos, geil. Artig links kommt ein Sprung zwischen Bäumen. Ja. Haben sich aber auch schon einige hingelegt, weil der ein bisschen kickt. Ja. Musst du gucken oder rechts rum. Okay, aber alles klar. Ich umfahre den auch mal vor. Das Gute ist einfach, ich sehe ja, was bei dir passiert und ich habe jetzt auch gesehen, wie dein Hinterrad gekickt hat und so. Genau. Und dann weiß ich immer so ein bisschen, was ich dann machen muss. Das ist immer schöner. Alles in allem muss ich einfach nochmal sagen, Marc, wenn du das Video gerade schaust, danke, dass du mich mitgenommen hast hier und mir ja die Halde Haniel mal richtig gezeigt hast und dir Zeit genommen hast, auch nicht nur zu ballern. Ich kann nur sagen, Leute, der Marc ist ein richtig cooler Typ. Und das jetzt nicht nur, weil wir hier zusammen irgendwie Fahrradfahren gewesen sind, sondern wir haben auch danach noch ein bisschen gechillt zusammen. Und ich muss einfach sagen, wir haben uns mega gut verstanden, auch abseits vom Biken. Und dieses Community-Ding, ne, dass man hier Leute kennenlernt über YouTube, mit denen man dann zusammen fahren geht, die ich wahrscheinlich niemals im Leben irgendwie getroffen hätte, wenn ich nicht auf YouTube ein paar Videos gemacht hätte und nicht mich aufs Fahrrad gesetzt hätte. Das ist einfach so eine Sache, abseits von Abonnentenzahlen und dass einfach Leute deine Videos gucken, mit das Schönste, muss ich einfach sagen.
So Leute, Halde haben wir jetzt gerade hinter uns gelassen. Jetzt hat der Marc mir hier noch einen Spot gezeigt, wo ich mir echt gerade denke, was zum Teufel. Hier ist also so ein Dirtpark. Ich habe noch gar keine Ahnung, ob wir hier irgendwas fahren können. Aber schauen uns das jetzt mal entspannt an. Auch wenn der Spot echt cool ist, haben wir schnell gemerkt, dass wir hier eigentlich nicht wirklich was fahren können. Also haben wir uns dann entschlossen, nochmal zurück zur Halde zu fahren, um dort dann noch einfach ein paar Laps aus Spaß zu drehen. Spurrillen hier, ey, leck mich am Arsch. Ja, ich dachte auch. Mal anrollen. Ja, das geht schon. Brauchst halt ein bisschen mehr Schwung. Man muss ja nicht direkt 2 Meter fliegen. Ja, geht easy. Nice. Auf der zweiten Hälfte sind wir noch so ein bisschen unsicher, wo was ist. Ja. Weißt du mal den Weg, du kennst das ja. Okay. Fahr ich hinterher. Jo, und dann war auch der Tag schon eigentlich so gut wie gelaufen. Ich muss sagen, einfach ein schöner Spot, auch wenn das Bergauffahren für mich echt eine Challenge war und ich wirklich, wirklich schnell K.O. war. Also Marc war da ganz anders aufgestellt, aber ich musste einfach noch ein bisschen trainieren. Schaut auch gerne mal bei seinem Kanal vorbei, Marc Bartsch, Link unten in der Beschreibung. Lasst mir gerne ein Abo da, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao.